So, hallo, heute zeige ich euch, wie ich für meine Radialarmsäge hier einen Tisch erstelle. Und zwar ist das dieser Tisch. Und bei diesem Tisch gab es einiges zu beachten. Vor allem, da die Radialarmsäge selber hier auch noch so einen Aufbau hat, musste der ganze Tisch ein bisschen tiefer werden. Dieser Aufbau hier, der kommt das nächste Mal im nächsten Teil. Heute geht es nur um diesen Untertisch. Und auch vor allen Dingen um diese Eckverbindung, die ich mir hier irgendwie einfallen lassen musste. Viel Spaß beim Zuschauen! Reingemacht bei den Standfüßen. Ich habe das auch jeweils immer markiert mit vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links. Dann habe ich die Verbindungsteile mit den Falzen versehen und die Verbindungsteile für die Breite, die haben keine Falze, die werden einfach nur so eingelassen und festgeschraubt. Die Teile werden so miteinander verbunden. Das hier kommt im Hochformat, das im Querformat dran und das ist jetzt der Standfuß für vorne rechts und der kommt dann so praktisch drauf. Und somit hat man hier eine später hoffentlich bündige Verbindung, die auch stabil ist, weil irgendwie alle miteinander verbunden sind und aufeinander aufliegen mit den Falzen. Dieser Tisch, der wird die Maße von einmal 1 Meter haben. Ich mache jetzt weiter damit, dass ich jetzt hier nochmal Falze in diese Querstreben mache, um hier auch nochmal so Stabilisationsleisten drüber zu machen, weil im Grunde am Ende auf diese komplette Fläche dann auch eine große Holzplatte kommt und damit das dann halt nicht durchbiegt. Als nächstes werde ich jetzt an den Füßen ein Gewinde reinmachen, damit ich das mit so einer Sechskantschraube einstellen kann. Normalerweise hätte ich jetzt hier so eine Einschlagschraube verwendet. Die eignen sich dafür super, aber ein so ein Teil mit einem M10er Gewinde hat im Baumarkt 75 Cent gekostet. Ein einziges Teil.
Naja, und dann dachte ich mir halt, dann nehme ich halt lieber solche Gewindemuffen. Damit kann man so Gewindestangen miteinander verbinden oder halt für was auch immer. Auf jeden Fall werde ich die Dinger hier einsetzen, da auch mit dieser Schraube arbeiten und es funktioniert genauso. Und da haben mich 4 Stück 1 Euro gekostet in dem Baumarkt. Und ich fand das jetzt einfach ein bisschen teuer, so eine Einschlagmutter für 75 Cent, das muss man sich mal vorstellen. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt mal eine Schraube reingemacht. Das schaut ganz gut aus. So weit, dass ich die 2 Seitenteile zusammengeleimt und verschraubt habe. Jetzt ist ja das nächste, ich habe ja hier so Falze reingemacht und an diesen Falzen kommen jetzt hier solche Querverstrebungen rein, einfach als Stabilisation. So, hier seht ihr jetzt den aktuellen Stand von meinem Tisch. Ich habe jetzt hier zwischenzeitlich solche Stabilisatoren noch eingebaut, weil ja hier nochmal so eine Platte drauf kommen wird. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist die ganzen Überstände. Ich habe hier teilweise noch von den Stabilisationsbalken hier so Überstände dran gelassen. Auf jeden Fall werde ich die Sachen jetzt hier alle plan schleifen. Überhaupt mal überall rüberschleifen, dass die ganzen Flächen auch plan sind und die Ecken und die Übergänge. Also ich habe jetzt hier schon mal auf diesen Tisch die Radialarmsäge auch schon draufgestellt. Einfach um zu schauen, ob hier irgendwas wackelt oder wippt oder so. Aber das ist alles super. Auch durch die Querverstrebung, die ich damit eingebaut habe, ist das alles sehr stabil. Die Platte, das ist hier auch so eine 20 mm Platte. Also die ist ja ohnehin schon sehr stabil. Ich bin mit dem Tisch jetzt erstmal relativ happy. Bin froh, dass es abgeschlossen ist. Das war schon alles ein bisschen kniffig mit dieser Eckverbindung auch, teilweise auch mit den Nuten. Teilweise habe ich auch gemerkt, also man sollte schon auf jeden Fall viel mit einem Winkel arbeiten. Das habe ich hier gar nicht gemacht. Ich bin irgendwie immer komplett auf Maß gegangen. Ich habe die ganzen Sachen irgendwie immer auf ein bestimmtes Maß geschnitten. Konnte auch hier die Höhe auf jeden Fall einstellen über diese Gewindemuffen mit den Schrauben, die ich da eingezogen habe. Das hat auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert. Und ja, der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass ich für die Radialarmsäge so einen eigenen Tisch erstelle. Und dieser Tisch, das muss schon auch eine sehr genaue Geschichte werden, weil dieser Tisch im Grunde ausschlaggebend dafür sein wird, wie exakt die Schnitte mit dieser Radialarmsäge sein werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Über Kommentare bin ich natürlich überaus erfreut. Ja, und ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. Ich will weder Geld noch Wein. Ich möchte einfach nur euer Abo sein. Für all diejenigen, die noch kein Abo dagelassen haben, ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.